Wo Quornak überlegt kurz, nickt dann gemessen. Wir werden uns beraten. Kommt später wieder. Noch heute. Geht mit Brosuk. Dann würden wir mit ihm gehen. Erinnere ich mich. Obwohl, nein, schade, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Oh, das lief doch besser als gedacht, finde ich auch. Wir haben also, uns wirklich gut als geh Diplomaten mal davon gemacht. aus, dass Abel mir immer parallel auf Attack dolmetscht. Geh einfach mal davon aus. Ja, das ist nicht so. Können wir den Priester denn einem Tempel zuordnen mit dem Namen oder noch ja. nicht? Also alleine, ja, auch, durch die Gespräche an der Oberfläche, aber auch durch sein Auftreten. Bleiche Kampfnarben, ein Haischädelhelm, eine stachelige Halskrause, Haizähne, gespickte Schulterplatte. Er hat ein Speer aus Walbein und Seeschlangenzahnspitze. Das ist der Priester von Scholarak, also von den Haien. Der dann, ja gut, mit dem Namen Brosruk, der steht vielleicht Brasurak sehr nahe, beziehungsweise dieser Haimutter. Und der hat jetzt für euch gebürgt. Ich nehme an, das hilft, dass du selbst auf einem Hai sitzt. Das ist voll für auf. Ja, damit könnt ihr sehen, wie sich der Rat nicht wieder auseinander dividiert, sondern sie in kleinen Gruppen beieinander stehen. Bis auf diesen einen von Balana, der hat keine Gruppe. Und ihr könnt dann gemeinsam mit Brosruk nach draußen schwimmen. Ein, zwei, drei Stufen tiefer, bis ihr dann in dem großen Hai-Tempel zum Stehen kommt. Der ist tatsächlich gar nicht so sehr leer, wie es die anderen Tempel waren, sondern du kannst, oder ihr könnt, einen gewaltigen Hai, den größten Hai, den ihr jemals gesehen habt, größer als Vautor, könnt ihr erkennen, wie er dort angekettet ist, durch verschiedene Muscheln, die ihm da ins Fleisch getrieben worden sind, Ketten, die an ihm hängen, teilweise wurde auch aus diesem Krakensilber geschlagen, und er dort in einem, also es ist kein Gefängnis, kein Käfig, aber viele, viele Ketten, die ihn dort am Boden des Tempels halten. Und er ist nicht gebändigt, sondern ja, bleckt die Zähne, so wie es ein Hai daneben tut. Kommt aber auch aus seinem Quasi-Gefängnis mit den Ketten nicht frei. Kann man das als Tierkönig erkennen? Ja. Weiß, dass solche existieren? Okay. Ja, also in Ifansai hast du schon gesehen, die sind halt große weiße Haie. Das Ding ist noch mal mehr groß und das ist ein Tierkönig, alleine durch die Präsenz. Können die nicht für gewöhnlich sprechen? Ja, spricht ja, der Gedanken zu uns? Oder? Ja, oder? Können sie. Aber ein mehr als befreit mich wird da wohl auch zur Zeit nicht kommen. Die Ketten sehen sehr stabil aus, gehe ich von aus. Die Ketten sehen sehr stabil aus, ja. Auch wohl seit vielen Jahren. Also da sind auch teilweise Muschelbewuchs an den Ketten. Irgendwelche Algen oder so, die sich da dran geflanscht haben. Ihr Mörbeute, ihr seid mir willkommen. Ihr habt euch bewiesen im Kampf. Ihr wollt Sklavenketten abstreifen und sprecht von Murudal. Was wollt ihr genau? Wir haben gesehen, dass Gulyok Yuk gemeinsame Sache macht mit dem Verräter von anderer Stadt aus Vajat. Wir wollen mit euch Seite an Seite streiten, gegen Murudal und sein Heer. Der Verräter ist auf Murudals Seite. Doch offensichtlich hat sich die Position von, nun ja, seinem Bruder geändert. Gul'jugor war schon immer ein Verräter. Gemeinsam mit seinem Bruder haben sie nach dem Thron gestritten und versagt. Quornak hat sich durchgesetzt. Wir haben ihn gedemütigt, indem wir seine Arche zerstört haben. Er war ein Archenkapitän. Das nun war kein er. Guter.
Wir haben ihn vertrieben von hier, damals als Fraggur gestorben ist. Vurkvornak hat ihn ersetzt, aber seine Leichgeschwister nach einem kurzen Kampf. Nun, wir haben ihn vertrieben. Nun ist er wieder hier, als Mirhamionette von Morudal. Er wird wieder die Macht erhalten. Mit Morudals Macht und dem Heptarchen der Meere. Und nichts wird so sein wie vorher. Wir glauben euch. Wir haben Morudal schon bekämpft. Es hat viele Opfer benötigt. Viele sind im Krieg der Ströme gestorben. Viele von uns. Doch ihr spracht für Krakon. So ist es. Viele haben Krakon vergessen. Ein namenloser Schatten, der sich über uns gelegt hat und sie verfinsterte. Sie haben den Kriegsgott vergessen. Den Gott der Kraken, unseren Stammvater, der all die anderen geboren hat. Was ist mit Rumarz? Wie wird er entscheiden? Rumarz ist Hohepriester der Shamashtu. Er erfüllt den Willen der Grundmutter. Er wird sich auf die Seite der Grundmutter stellen, immer. Und die Grundmutter hat den Heptarchen verstoßen. Ist ihm das bewusst? Ich habe vor einigen Stunden hat Gul-Yugor bereits gesprochen vor Rat. Er sagte, sie haben Grundmutter an ihrer Seite. Die Wur Kraugts. Er hat die Krone von ihr. Rumas steht an der Seite von Gul-Yugor und damit an dem, von den ihr Paligan nennt, und damit an Seite von Morudal. Morudal hat die Grundmutter versklavt. Ist ihm das nicht bewusst? Er hatte seine Krone. Wenn ihr sagt, dass sie Vur Kraugts in Ketten gelegt haben, dann wird das Rumarz erzürnen. Aber ihr müsst beweisen. Ihr spracht von Krakon-Kult, der vergessen ist. Vielleicht könnt ihr ihn als Neugierigen für euch einnehmen. Rumas hat bewegte Geschichte, auserwählt von Seeschlangen. Er sollte einst gefressen werden, Mystiker. Dann kann er doch nicht auf der Seite des Heptarchen stehen. Zwei Seeschlangen sind an seiner Arche gefangen und dienen hier als Blutopfer. Ist dem so? Ja. Das wird Rumas nicht erfreuen. Wir versklaven unsere Haie, weil wir Schollerak gebunden haben, aber das wägt Stärkeren. Rumas nicht stark, Rumas kein Krieger. Er kennt nicht den Weg von Schollerak. Er ist der Weg der Seeschlangen. Was ist der Weg der Seeschlange? Er folgt seinen prophetischen Gaben. Er ist Mann mit Träumen. Befehligt er ihn oder ist er ein Vermittler zwischen euch und den Seeschlangen? Er kann sie rufen und befehlen. Ei.
Dann könnt ihr doch eine Seeschlange rufen und sich von der Wahrheit meiner Worte überzeugen lassen. Na, sicher kann er. Gul'jugor hat bevor dem nichts berichtet. Er sprach nur vom Krieg gegen das Land. Nun, wenn Heptarch sieht und mit ihm Morodal, dann wird dieser Rat nicht mehr existieren. Er hat euch schon einmal versklavt, er wird es wieder tun. Und diesmal wird er keine Zeugen lassen, die ihm schaden könnten. Großruck nickt. Ihr müsst die anderen überzeugen. Was ist mit dieser Priester und der Valana? Habt ihr Einfluss auf sie? Quartum. Quartum geht allem aus dem Weg. Er ist nur daran interessiert zu überleben. Und dann überzeugt ihn, dass die einzige Chance zu überleben, euch uns anzuschließen ist. Er wird als letztes entscheiden und niemals vor den anderen. Ihr legt euer Vertrauen auf Priester von Balana. Ich hatte euch für mächtige Mürbeute gehalten. Nun, die könnten das entscheidende Rädchen, das den Ausschlag gibt, sein. Sein Tempel liegt ganz oben. Er ist nicht mächtig. Nun, ihr seid doch alle in den Stimmen gleich, oder? Nein. Die Kaste geht auch innerhalb der Priester. Hat also nicht jedes Ratsmitglied eine Stimme? Stimme. Wir sind eine Kaste, wo Kraugs entscheidet. Der Rat berät. Eine Stimme ist nichts wert, wenn man nicht den Mut hat, sie zu benutzen. Er hat keinen Mut. Er ist unterwürfig. Er redet den anderen nach dem Maul und geht ihr zu ihm und sagt, ihr wollt seine Stimme, dann wird er euch verraten. Gul'jugor hat gut gesprochen, aber ihr habt mit Ur-Mash-Zul, dem Hohepriester des Quodasil, eine Möglichkeit, eure Macht auszubauen. Gemeinsam mit mir und Ur-Mash-Zul. Er muss die Opposition einnehmen. Und dadurch, dass Gul'jugor derzeit mit seinen Argumenten gewinnt, muss er die Gegenargumente bringen. Was ist die Schwäche dieses Ur-Mash-Zul? Wie könnte man ihn gewinnen, für uns gewinnen, für unsere Sache? Seine Agenda? Er ist machthungrig. Er möchte selbst auf den Kraken thronen. Aber er dient Quodasil. Alles, was ihm hilft, Galk'Zul und seinen Kult zu besiegen, hilft ihm. Das ist das Wesen des Quodasil. Quodasil ist ein Rivale von Galk'Zul? Sie sind, wie alle Kinder von Krakon, aus dem gleichen Urleich. Aber, ja. Sie sind Rivalen. So wie auch Quornak und Gul'jok'yuk Rivalen sind, auch wenn sie aus dem gleichen Laich kommen. Ihr Mürbeute wisst gar nichts, oder? Sagen wir, unsere Ansichten unterscheiden sich an einigen Punkten. Unsere Kultur ist so einfach zu verstehen.
Und ich nehme an, ihr wisst auch nicht viel über unsere Kultur. Warum? Aber wir sind willig zu lernen. Ihr habt so viele Götter. Und alle für Land. Aber nur einen für Wasser. Das ergibt keinen Sinn. Und ihr habt so viele Götter für das Wasser und überhaupt keinen für das Land. Welchen Sinn seht ihr darin? Wir leben nicht an Land. Land giftig. Wie ihr sicherlich merkt, leben wir für gewöhnlich nicht im Wasser. Ich sagte, ihr habt so viele Götter. 6 ist eine gute Zahl und mit Krakon sind es sogar 7. Hier in Yal'Zogoth zumindest. In Vajad gibt es noch weitere. Aber sie sind auch nicht weiter wichtig. Kylandiel, Shidrakon. Ich bin froh, dass wir Hiskatet vergessen haben, ebenso wie Krakon. Nach dem Krieg der Ströme wurde sie verbannt, ebenso wie Morudal. Sprechen wir von der gleichen Entität? Der Herren der Feuer von Chasnabar? Er zuckt zusammen. Ja. Hiskatet. Die Feuer von Chasnabar. Sie ist die Göttin der Mare. Und sie krönte doch diesen Modal. Viele Male. Er hat so oft geherrscht. Über Zeitalter hinweg. Müsst ihr dann nicht Omastul daran gelegen sein, diese Verdammnis, diese Verbannung, diese Entität aufzuhalten und endgültig zu bestätigen, indem Modal vernichtet wird? Endgültig. Das ist seine Aufgabe als Quodasil. Er übernimmt Opposition, das seine Argumente. Also stehen wir prinzipiell auf der gleichen Seite, nicht wahr? Aber nur, weil Argumente von Gul-Yugor gut. Weil der Wur auf seiner Seite. Ich bin überrascht, dass Gul-Yugor sich geäußert hat zu eurem Einkommen. Dass ihr eingetroffen seid und er geträumt hat. Er ist kein Mann von Träumen. Nicht wie Rumas. Dann muss es dem neuen Kraken sehr wichtig sein. Wie lange bleibt ihr hier unten? Bis wir die Unterstützung hier zu Gott errungen haben. Unser Rat tagt lange. Was? Wenn wir. Meint ihr mit lange? 6 Tiden. Wenn wir mit den anderen Ratsmitgliedern sprechen, sind sie in ihren Tempeln anzutreffen während der Ratstagung. Ich bin in unserem Sholairak-Tempel. Die anderen werden sicherlich in ihren Tempeln sein. Versucht es vorher bei Vurkvornak. Wenn sie nicht aufgebrochen sind, sind sie noch dort. Sucht euch eine Nische und redet dort mit ihnen. Wahrscheinlich wird Khartoum wieder geflüchtet sein in seinen Tempel von Barlana. Aber Ur-Mash'zul wird aus Neugier dort geblieben sein und auf euch warten. Und Gul-Yok-Yuk wird höchstwahrscheinlich seinen verfaulten Bruder wieder einbestellt haben.